Hallöchen und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde, zum Champions League Viertelfinale gegen Fenerbahce. Jawohl. So, bin mal gespannt, wer fit ist. Danach geht's gegen Köln, aber trotzdem, heute geht's in erster Linie darum, in der Champions League den Grundstein für ein gutes Rückspiel zu legen. Und ja. Wo spielen wir? Zu Gast in Fenerbahce. Problem selbst beheben, okay. Und zwar stimmt Costa verletzt, da kommt der Robben. Costa bleibt zu Hause für Müller. So, Müller spielt dann diese Position. Lahm bleibt draußen, Geis. So, Mustafi war nicht in Form. Da muss ich dann jetzt halt tricksen. Vidal auch nicht in Form, Thielemans nicht in Form. Ja, Frage, warum sollte ich die dann spielen lassen, wenn die nicht in Form sind? Ronaldo muss natürlich. Für Lewandowski. So. Taktikvorlage gespeichert. So werde ich auch spielen. Gegen Fenerbahce. Ja, Auswärtsspiel. Und ja. Auswärtstore zählen am Ende doppelt. Deswegen wollen wir mal schön versuchen. Achso, ich habe ja schon Alaba in die Innenverteidigung gezogen. Und ja. Oh, Regen. Regen in der Türkei. Fenerbahce empfängt den FC Bayern. Champions League Viertelfinale. Ich hätte deutlich stärkere Gegner kriegen können. Aber gut, es ist Fenerbahce geworden. Das Achtelfinale war Napoli. Also, wenn sollte ich nicht ins Halbfinale kommen, wäre es schon ein Wunder. Wolfsburg, Atletico Madrid, Man U, Arsenal und Barcelona, Chelsea. Also, es wird einen großen Gegner geben im Halbfinale und hoffentlich auch im Finale. So wie man das halt will. Große Namen, große Gegner. Leiter der Partie, Robert Medley. So, die Bayern gehen zum Anstoß. Ich habe jetzt die Aufstellung schon übersprungen, deswegen gehen wir mal hier direkt weiter. So, Champions League ist natürlich wieder ein anderes Pflaster. Als zuletzt die Liga zwei Spiele in Folge verloren. Auch noch die ganz wichtigen. Ich hätte jetzt echt Tabellenführer sein können. Aber gut. Noch ist die Saison nicht vorbei. Es sind nur 4 Punkte. Da geht's. Es geht noch. Aber wie gesagt, wenn ich meine Spiele alle gewinnen würde, dann sehe es in der Liga richtig gut aus. So, Reus. Nein, wieso kommt er im letzten Moment wieder dazwischen? Und Bernard verliert hier den Ball. Heute mal wieder von Anfang an, weil Alaba für Mustafi in die Innenverteidigung rücken musste. Neuer. Also Fenerbahce, die greifen hier auch an. Die wollen wohl selbst Tore schießen. Müssen sie ja, wenn sie weiterkommen wollen. So, die spielen mit einer 4er-Abwehrkette, hat man gerade richtig schick gesehen. So, Robben, schade. So, da gehen wir nicht rauf. Da warten wir mal kurz. Versuchen hier wieder ein bisschen zuzustellen. Oh, das darf nicht passieren. Ein Glück habe ich da wirklich gute Leute. Ja, ich mache den einzigen Fehler, der möglich gewesen wäre. Nach innen zu ziehen gerade. So, schön von Müller. Ronaldo! Erste Ecke. Erster Torschuss, erstes Warnsignal. So, diese Ecke führen wir mal wieder kurz aus. Hand! Oh. Oh, Neuer hält ihn sogar fest.
Stark. Nein, der sollte auf Geis. Also, Fenerbahce spielt hier schon zielstrebig nach vorne. Also, meine Fehlpassquote ist heute wieder sensationell hoch. So, Müller. Setzt sich gut durch. Ah, der Versuch auf Robben war nicht. Was? Was? Oh, von Percy. Ja, ich dachte, wollte schon sagen, warum sollten die hier jetzt Freischuss kriegen? So, hätte ich mir die Aufstellung angeguckt, hätte ich wahrscheinlich mehr Befürchtung gehabt gegen Galatasaray als Ronaldo. Schuss Nummer 2. Von Percy, kein Flankengott. Und oh, Neuer. Alter Falter. Volkan. Okay, also. Note glücklich kommt dazu. Oh, wird nicht gepfiffen. Also Fenerbahce spielt hier deutlich besser als Napoli. Und jetzt auch noch sowas. So, jetzt mal Platz für Reus. Schnell, aber nicht der schnellste. Oh. Okay, das spielen sie ganz gut. Neuer! Also ich bin dann doch zu... Nani spielt hier auch. Ich bin dann doch mit den Gedanken zu offensiv heute. Und müsste wahrscheinlich erstmal die erste Halbzeit überstehen. Mit dem 0:0. Also, heute läuft's nicht. Heute läuft's gar nicht. Mann, ist der frei. Fernandal. Natürlich pfeift er jetzt hier ab. 1-0 Rückstand. Jetzt muss ich umso mehr. So, Wolfsburg auch zurück. Nicht, dass beide deutschen Mannschaften hier ausscheiden. Jetzt muss ich umso mehr aufs Auswärtstor spielen. Och, komm schon, das war doch niemals abseits.
Reus. Och, komm schon, das ist doch. Ort Müller, nein! Auch noch abseits schon wieder. Oh Gott, warum versuch es nicht lieber selbst? Der letzte Pass kommt auch heute schon wieder nicht. Der kleine Bernard. Gibt auch noch Eckball. Müller! Ich dachte schon, warum macht Ronaldo den nicht? Ich wollte echt schon wieder bam, sozusagen Kopf auf den Tisch. Ich muss mal meine Tastatur wegnehmen, falls ich das heute wirklich noch durchziehe. Und dann kommt Müller. Zack! Müller trifft immer. Hey! Nein! Kein Abseits von Percy. Schön gehalten und dann... Tja, so schnell kann es gehen. Wird es jetzt ein offener Schlagabtausch hier? Boah, wer ist denn das für ein Andau hier? Ist aber schnell. Also heute ist die Fehlpassquote wirklich... Das Manko. So, perfekter Zeitpunkt zum Wechseln. Reus ist ja fix und fertig da. Für solche Fälle ich einen Draxler. Dann könnte ich wahrscheinlich sehr gut einen Lewandowski brauchen. Und ich brauche aber auch einen Philipp Lahm. Thiago auch fertig. So. Ich werde nicht zu viel riskieren. Ein 3-1 wäre natürlich super kacker. Und 2-1 könnte ich noch leben. So, Lewandowski. Ich sag's ja, die Fehlpassquote heute. Das kann doch nicht sein, dass so ein Pass nicht ankommt. Nein!
Ecke oder Abstoß? Sieht nach Ecke aus. Und noch eine Ecke. Vielleicht kriege ich einen Konter hin nach dieser Ecke. Kein Elfmeter, das wäre es jetzt gewesen. So, noch ein paar Minuten gelingt mir hier noch ein Tor. Nein, 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 der kann doch nicht zu lang werden. Och, komm, Guys, das, also. So, ich verliere 3 Spiele in Folge. Gab's sowas schon mal? Das ist ja unglaublich. Naja, nur ein Torunterschied, also zu Hause ein 1-0, das reicht schon. Also da. Alter Falter. Alter Falter. Tja. Köln steht immerhin weiter. Oh. Unten drin. So, beim nächsten Mal geht's weiter an dieser Stelle. Ja, 29. Spieltag steht an. Es ist auch da kurz vor. Also, wir sehen uns. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen.